Hallo und herzlich willkommen zurück zu Restrict Skyblock mit mir, dem Moff. Letzte Folge sind wir ja ausgestiegen, da haben wir ja gemeinsam die Automation gemacht der Netherstars. Anlage ist richtig gut gelaufen, gucken wir uns gerade mal an. Wir haben jetzt mittlerweile 102 und bei 100 habe ich die Automation abgeschlossen oder deaktiviert. Das heißt, Netherstars haben wir jetzt aktuell genug. Habe dann auch gleichzeitig die Anlage, die Mobfarm ausgeschaltet, weil Jellybabies sind wir auch richtig gut unterwegs. Das heißt, beide sind aus. Und dann gucken wir uns gerade mal an, Jellybabies, was da passiert ist. Das Ding ist voll, kraftet nicht mehr weiter, weil ich habe da eingestellt bei 820. Soll aufhören und die haben wir jetzt auch im System. Guck mal gerade mal rein, 822 haben wir im System. Richtig gut. Was ist noch passiert zwischen der Folge? Ihr seht, die Base hat sich ein klein wenig verändert. Das heißt, ich habe jetzt das gleiche Design. Das, was ich hier gebaut habe, wo unser Power Furnace steht, habe ich hier hingebaut. Wobei da was anderes hinkommt. Und das ist das, was wir uns heute angucken. Wir wollen den Energizing Orb wohl mal ein bisschen automatisieren. Des Weiteren bin ich hingegangen, habe hier die Jumbo Tanks ausgetauscht. Das heißt, die haben jetzt die 4096K Storage Blöcke drin. Richtig cool. 469 Buckets Fluid XP drin. Cool, cool, cool. Also da können wir noch ein bisschen was machen. Gerade XP technisch, ihr seht selbst, ich habe 55. Da müssen wir noch ein bisschen, da können wir, oder andersrum gesagt, die Jelly Baby können wir auch nutzen, um uns XP einzumampfen, sage ich mal. Das heißt, ich hole mir gerade mal so ein Stack raus. Und wenn ich jetzt mit Sneaker und Rechtsklick und Sneaker und esse, zieht er mir genau alle 64 rein und jetzt habe ich schon 63 XP. Brauchen wir, wenn wir so die ein oder andere Verzauberung machen wollen. Dann esse ich gerade nochmal was. Hab mir mal Cooked Salmon gemacht, um zu gucken, ob ich da dann auch mehr Herze bekomme. So, was ist weiter passiert? Ja, aufgrund dessen, dass ich jetzt hier die Base angepasst habe, das heißt das gleiche Design wie da drüben gemacht, bin ich hingegangen, habe die zwei etwas gekürzt. Das heißt, wir hatten ja hier vorher 3x3 Hopper gehabt. Habt ihr jetzt gekürzt auf 2x3, damit wir hier einen schönen Gang haben, wo wir entlang laufen können. Des Weiteren bin ich hingegangen, habe mir das noch gebaut. Da habe ich ein paar Krafter rein platziert. Da werden wir heute auch dazu kommen. Bei dem Krafter, da können wir so das ein oder andere dann auch automatisieren. Dimensional Chests habe ich noch in welche hingestellt, die Power, die kennt ihr ja. Wobei, da stimmt irgendwas nicht, sehe ich gerade. Moment, das machen wir gerade. Holen wir uns hier Urein. Ninite haben wir ja genug da. Oh, 26 nur. Aber ohne Ninite Blöcke habe ich. Das heißt, da können wir mal. The Wireless is out of energy. Ah, okay, alles klar. War schon erschrocken, warum war out of energy. Laden wir gerade schnell auf. Ist ja überhaupt kein Problem. Das können wir ja dann auch da hinten machen. Das heißt, du bist somit wieder aufgeladen. Jetzt können wir ja das da hinten rein tun. Das heißt, hier kommt ja Uraninite rein. So, das ist das, das ist das. Und ich kann euch auch gleich zeigen, warum ich da nur noch Blöcke habe. Aber jetzt machen wir erstmal die noch gerade weg. Und machen die nämlich gerade ein System rein und machen das wieder platt, das da rein und so haben wir das wieder ein bisschen aufgeräumt. Nein, noch nicht ganz aufgeräumt, das da rein. Und zwar bin ich hingegangen, habe mein Storage Room, habe ich mal aufgelöst. Ja, das heißt, die war ein bisschen leckig gewesen, ich habe da ein paar Probleme gehabt und habe mich dazu entschlossen, alles aus den Storage Droids rauszusaugen und unser Refined Storage System reinzutun. Und somit habe ich auch hier die Disk Drives jetzt mit Disketten gefüllt und habe erst mit 1000er gefüllt, aber die waren dann ruckzuck voll und bin dann übergegangen in die 64K Storage Blöcke, weil das ist doch schon einiges zusammengekommen. Habe jetzt hier noch zwei Disk Drives, wobei der fängt jetzt an sich aufzufüllen, noch zwei fast leere, das heißt hier können wir noch fast 1 Million Items reintun. Dabei ist mir ein kleines Missgeschick passiert, beziehungsweise ich bin auch erstmal erschrocken, als ich nach den Ingots geschaut habe. Standen hier zu dem Zeitpunkt, als ich nachgeprüft habe, standen hier so 900 oder 1000. Ja, und wir hatten ja schon weit über 20.000 Irons, von den anderen auch weit über 10.000 oder 12.000 Stück. Und ich bin dann mit dem Exporter hin und habe aus dem Storage Controller, habe ich dann exportiert in unser Refined Storage System.
Und habe dann gedacht, meine Güte, wo sind jetzt meine ganzen Ingots hin? Sind jetzt verloren gegangen? Nein, die sind nicht verloren gegangen. Er hat die exportiert als Blöcke. Das heißt, ich habe jetzt alle Ingots als Blockformat. Muss ich dann irgendwann mal umwandeln in normale Ingots, weil die brauchen halt Singularity. Werde ich aber über ein Rezept lösen. Gut, was ist noch passiert? Eigentlich nichts mehr. Ich denke, jetzt habe ich auch schon genug gelabert. Und wieder 5 Minuten rum. Wir wollen ja heute noch ein bisschen was tun. Und zwar wollen wir heute weitermachen mal mit der Questreihe. Und da habe ich das ein oder andere vorbereitet. Bevor wir dann da einsteigen, wollen wir heute ja mal ein bisschen... Ich mache mir gerade mal hier Platz. Die Sleeping Mat brauche ich nicht. Essen brauche ich jetzt aktuell auch nicht. Hier möchte ich mein Energizing Orb hinstellen und den auch automatisieren. Dafür hole ich mal alles runter, was wir brauchen und fange dann an, das Ding mal zu platzieren. So, Energized Orb ist ja so, dass wir verschiedene Rezepte haben, zum Beispiel das Energetic oder Energized Steel, genau. Dieses Energized Steel könnte ich natürlich auch über Sensen machen, aber habe ich keinen Bock drauf. Wir machen es schön über Power. Das heißt, mit einem Iron Ingot, Gold Ingot, 10.000 FE bekommen wir 2 Energized Steel. Das heißt, dafür brauchen wir die Rot, die dann so ein bisschen so drauf lasert und dann das umwandelt in Energized Steel. Ein Nachteil ist bei der Geschichte, dass der sich immer wieder auffüllt, beziehungsweise wenn man da mehr Energized Steel kraften möchte, fließt da zu viel Iron und zu viel Gold rein und somit funktioniert das Rezept nicht. Und da gibt es eine Möglichkeit, das zu machen, und ich baue jetzt so mal so ein kleines Setup auf, was wir benötigen, und dafür würde ich auch den Krafter hier hinten nehmen und dann schauen wir mal. So, ich brauche mal ein paar Pipes. Dann baue ich das jetzt erstmal auf. Dann habe ich meine Wrench da. Ne, meine Wrench habe ich nicht da. Aber kein Problem, die müsste ich da drin haben. Bim, 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 bim. Da ist er, die Pipe Wrench. So, jetzt muss ich gucken, welchen habe ich hier drin. Ich habe hier Frequenz 1, das heißt, wir importieren ins System rein. Bedeutet, da raus, aus dem Energized. Und da aus der Chest in den Energized. So, was soll passieren? Es soll so passieren, dass wenn wir mehr Items produzieren wollen, dass der sich nicht verstopft, dass wieder wirklich Rezept für Rezept hier durchfließt. Und dafür nutzen wir das Redstone-Signal. Ja, bedeutet, ich mache mal hier einen Komparator dran, und sobald hier Items reinfließen oder ein Item drin ist, sendet der ein Redstone-Signal. Und dieses Redstone-Signal möchte ich nutzen, um den Crafter zu steuern, dass er wirklich Rezept für Rezept nacheinander macht. Ja. Dafür habe ich mir die von RF Tools den Transmitter und den Receiver konfiguriert. Das heißt, wir haben hier, Moment, da brauche ich gerade mal meine Wrench, drehen den in die richtige Richtung. Wir haben hier jetzt einen Redstone-Transmitter mit dem Channel 7. Sobald er ein Redstone-Signal bekommt, gibt er das weiter an einen Receiver. Und dieser Receiver wollen wir hingehen und den platzieren wir hier unten hin. Der ist auch auf Channel 7 eingestellt und der schickt dann praktisch so ein Redstone-Signal in den Crafter rein. Und wenn wir jetzt da die Patterns, die habe ich auch schon vorbereitet, reinmachen und hier oben den Crafter-Mode einstellen, der ist auf Standard, ist er auf, jetzt muss ich selbst gucken, Ignore Redstone-Signal. Wir stellen ihn ein auf Redstone Pulse Insert Next Set. Das heißt, wir machen wirklich, wenn wir so Energized Steel jetzt mal 10 Stück anfordern, macht er wirklich eins nach dem anderen. Das heißt, er schießt dann auch, hier brauchen wir ja ein Gold, ein Iron, auch wirklich nur ein Gold und ein Iron in das System rein. Somit bekommt man ein Redstone-Signal. Er verhindert praktisch den Crafter, dass er die nächsten Items da reinschießt. So, cool. Brauchen wir noch die Energized Rods. Dafür setzen wir gerade mal die Kabel. Die stellen wir da oben rein und setzen jetzt erstmal die Basic Variante. Wir werden auch gleich die Hardnet Variante platzieren, aber da brauchen wir ein bisschen Energized Steel. Deswegen möchte ich das jetzt ein bisschen automatisieren. So, da machen wir noch Energie rein. Und was halt richtig gut ist an diesem Kabel ist, da kann man schön durchfliegen. Ja, das ist richtig geil, das macht Spaß. Setzen hier unser, ich vergesse mir den Namen, Endergate, genau, somit bekommen die Energie und wir können unser erstes Rezept, denke ich, eigentlich schon mal ausprobieren.
guck gerade mal rein, ob ich alles habe. Jawohl, ich habe alles. Und jetzt gucken wir uns gerade mal an. Energized. Steel, da haben wir ja noch einen drin. Wir kraften mal 10 Stück. Ja. Auf Start, wir brauchen insgesamt 5 Gold und 5 Iron. Drücken wir auf Start. Und ihr seht, es gehen nur jeweils ein Ingot rein. Redstone-Signal sendet an seinen Transmitter. Transmitter sendet es an den Receiver. Der blockiert praktisch den Crafter. Und erst wenn das Redstone-Signal wieder weggeht, schießt der Crafter die nächsten Items rein. Ja, das sieht man schön hier. Keine Items drin. Ja, das war jetzt zu schnell. Da hat er schon die 10 gecraftet. Machen wir gerade nochmal. Holen wir die 10 raus. Machen gerade nochmal. Ach, nur wir machen es 64. Nein, 64 zu viel. Wir machen uns 20. Ja, ihr seht, es schickt immer nur ein Iron, ein Gold durch und wird dann gecraftet zu Energized Steel. Energized Steel geht dann raus über die Pipe in unsere Dimensional Chest mit Frequenz 1 und somit ins System. Ja, und somit haben wir das Thema automatisiert. So, jetzt geht es darum, dass wir in der Quest uns mal das ein oder andere machen. Gucken wir mal, wie weltweit der Crafting-Prozess ist. Ja, funktioniert. Wunderbar. Dann gehen wir mal in die Quests rein. Und zwar geht es darum, dass wir jetzt mal auf die Hardened-Variante gehen wollen. Das ist unser Reaktor da hinten, ist ja Basic-Variante. Die Energized Rods und die Kabel sind alles Basic-Variante. Und die steigen wir jetzt halt, wandeln wir jetzt um in Hardened. Guck mal, was wir hier brauchen. Wir brauchen eine Energiezelle und eine Energized Rod. Ich bin mittlerweile hingegangen und habe auch die ganzen Crafting-Rezepte, das gucken wir uns auch gerade mal an. Die ganzen Crafting-Rezepte, die wir so nach und nach demnächst brauchen, mal schon mal angefertigt, damit wir da schneller durchcraften können. Ihr seht es auch Extended Crafting, da ist einiges dazugekommen, weil wir müssen ein bisschen was craften. Dann fangen wir an. Wir brauchen, jetzt habe ich schon wieder vergessen, einmal die Energiezelle und einmal so ein Energized Rod. Das heißt, wir machen uns eine Hardened. Haben wir da alles da? Natürlich haben wir alles da. Wunderbar. Wir brauchen einen Hardened Rod. Starten mal. Dann müssen wir uns auch alles craften. Basic habe ich noch hier drin. Die Energiezelle habe ich. Die Hardened habe ich. Und jetzt können wir auch schon mal hingehen. Und auch da die ganzen gleich abbauen. Und wir bekommen einmal Hardened noch dazu und einmal die Energiekabel. Und somit können wir hier schon die neue Variante hin tun. Das heißt, hier einmal alles abbauen und schon mal die Hardened-Variante installieren. Das heißt, wir platzieren hier einmal die Hardened-Kabel. Dann muss ich mal gucken, die Hardened-Rods haben wir erst 2 Stück. Wir craften uns jetzt noch 3. So, wo haben wir die Hardened? Das war die Basic-Variante, Channel, ich brauche die Hardened. 3 Stück, haben wir alles da, wunderbar. Das heißt, die Basic-Variante kann man da rein tun. Ja, die Basic, die brauchen wir noch, wir müssen da ein bisschen Strom zuführen. Die Energiezelle, die brauchen wir später. Eine Coin brauchen wir nicht und jetzt holen wir unsere einmal, zweimal. Noch einmal Hardened fehlt. Brauchen wir irgendwas? Wo dran hängt es? Ah, es hängt an Energized Steel, weil ich kein Endergate dran habe. Aber ist kein Problem, wir machen gerade was anderes. Wobei, Energized Steel haben wir doch. Wir craften die noch um. Rein theoretisch müsste er. Ah, Crafter ist locked. Warum ist der Crafter locked? Ah, okay, alles klar. Ich weiß, woran das liegt. Wir müssen uns einmal gerade die Endergate dran machen und somit verarbeiten wir das schneller. Funktioniert. So, sollte jetzt eigentlich funktionieren. Gucken wir mal an. Jawohl, alles weg. Und somit haben wir auch unseren letzten Energized Hardened. Das ist er hier. Dann können wir die 4 nämlich auch gerade platzieren. Und somit haben wir das Setup schon aufgebaut. Einmal du da dran, du dran. Und du dran. Wunderbar. Somit ist das Setup eigentlich fertig. Cool, cool, cool. Haben wir da noch was drin? Nein. Somit können wir das abbauen. Perfekt. Cool.
So, jetzt geht's an den Reaktor dran. Ist der nächste, wo reif ist. Guck mal gerade mal rein. Nächste Variante ist, wir brauchen diese Reaktor 36, eine Enderzell und zwei Endergates. Guck mal an, was wir da alles da haben. Reaktor Hardened brauchen wir 36. Kraften wir uns mal, da müssen wir ein bisschen was kraften. Lass mal das Ding einfach mal laufen. Wir brauchen die Enderzell, die Hardened brauchen wir einmal. Und wir brauchen, die Hardened habe ich schon. Okay, aber macht nichts, wir kraften uns. Nehmen wir kraften uns erstmal gar nichts. Wir nehmen die zwei, damit wir das Crafting-Rezept haben. 12, das dauert ein bisschen. Gucken wir mal, woran das es hängt. Okay, wir brauchen einiges an Energize-Stil. Aber mit der Hardened-Variante sollte das relativ schnell gehen. Ihr seht, es geht rein, raus. Rein, raus. Ja, das geht schon schneller mit denen. Die haben, was haben die? 250k? Genau. Die Basic-Variante hat 100k. Genau, das funktioniert, reicht. So, dann haben wir das. Und jetzt gucken wir mal, wie weit der Prozess ist. Oh, das geht relativ schnell. 20 Stück, das passt soweit. Und bis das fertig ist, können wir eigentlich noch was weitermachen. Und zwar können wir uns auch mal die Geschichte angucken. Elite Crafting. Da habe ich auch die Rezepte schon mal angelegt. Da habe ich die Rezepte sogar so weit angelegt, dass wir den Elite Auto Crafting Table machen können. Hier haben wir das Problem, dass wir aber die Crystal Titin brauchen. Und die Crystal Titin, die kann ich nur machen, habe ich mir die eingespeichert, ja, im Elite Crafting. Ja, das heißt, wir müssen uns erstmal die Basic Variante von dem Elite Crafting machen. Das sollte man doch alles haben, das sollte relativ schnell gehen. Und somit haben wir ja schon diesen Crafting Table. Ja, das geht jetzt relativ flott. Gucken wir mal, wie weit er ist. Was ist das? Der Reaktor ist fertig, aber er hat trotzdem noch... Und habe ich bestimmt irgendein Rezept. Irgendein Rezept ist da verkehrt, damit er jetzt das noch übrig lässt. Okay, ist auch nicht schlimm, dann tun wir das gerade mal canceln. So, dann gehen wir rein. Add Power. Da haben wir unser 36 Reaktor, dann haben wir unsere Enderzell. Und somit haben wir doch alles erledigt, oder? Ah, Moment, ich muss erstmal das freischalten. Dann habe ich das erledigt. Mach das hier und somit können wir unser cooles System hier upgraden. Der hier, die Basic-Variante, kann speichern wie viel? 4 Millionen. Unsere Basic-Zelle kann speichern 11 Millionen, wobei wir ja so eine Zelle reingetan haben. Bedeutet, ich baue mal ab, du hast deinen Dienst getan. Ich baue mal auch ab, du hast deinen Dienst auch getan. Wir setzen uns jetzt die Hardened-Variante dahin. Jawohl. Dann haben wir einmal das, dann brauchen wir die Enderzell. Die Enderzell brauchen wir, die Hardened, genau. Die Hardened platzieren wir dahin. Er sollte sich rein theoretisch dort auffüllen mit dem ganzen Zeug hier. Da können wir ihn ja gerade mal unterstützen. Wir haben ja sowas. Oh, wir brauchen noch Wasser. Holen wir uns gerade mal ein Eimer Wasser. Einmal Wasser, damit er noch besser runtergekühlt wird und effizienter wird. Heißt, somit haben wir auch Wasser jetzt drin. Cool, 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 funktioniert. Das ist doch gut. Jawohl, er füllt sich wieder auf. Wobei, hier können wir ja unterstützen. Und dann räumen wir mal auf. Alles, was wir jetzt brauchen, kommt wieder da rein. Die Energiezelle Hardened, die können wir eigentlich da. Haben wir 11 Millionen. Da haben wir 9 Millionen. Machen wir sie da mit rein. Und wir machen sie da mit rein. Das heißt, einmal Rechtsklick und somit haben wir jetzt hier 15 Millionen, wo wir hier speichern können. Er speichert 10 Millionen. Das heißt 25 Millionen Platz. Richtig cool. Cool, cool, cool. Somit haben wir auch das erledigt. Der Endergate Hardened brauchst du jetzt aktuell? Nee. Den machen wir mal rein. Der Elite Crafting, das wird jetzt halt ein interessantes Thema. Und da gucken wir mal, wie weit das mal dann noch kommt. Wir können ja eigentlich mal das ein oder andere schon mal kraften. Den platzieren wir jetzt erstmal dahin. Und zwar geht es ja darum, dass wir uns den Crystal Titin Block machen. Für den Crystal Titin Block brauchen wir Soul, das ist immer
1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 7, 14, 14, 24 von denen. Achso, warte mal. Die gehen ja relativ schnell. Das geht relativ schnell. Das wird ein Problem. Da brauchen wir Watercrafting. Das heißt, wir brauchen die Grimes und Fungus. Jetzt muss ich rechnen. Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dreimal das Rezept, das heißt, wir brauchen 24 von denen. 24 Roomlight von denen bedeutet, wir brauchen 160, 192. 192 von denen, 192 von denen. Okay. Gucken wir mal, ob wir die hinbekommen. Von denen, das heißt 64, 132, kommen wir mal gerade 3 Stacks, dann sind wir genau bei 192, wenn ich mich nicht verrechnet habe, das werden wir gleich sehen. Die Crimson Stone, da brauchen wir auch 1, 2, 3 und somit denke ich, haben wir es doch, ja. Bedeutet, wir brauchen noch mal einmal Wasser und gerade mal so ein Eimer Wasser, halt, geht das nicht so? So, okay. Ein Eimer Wasser und das machen wir dahin. Wobei das jetzt halt erstmal alles eine manuelle Geschichte ist. Dann gucken wir mal, ob ich richtig gerechnet habe. Das heißt, wir werfen die 3 Stacks rein und die 3 Stacks. Oh, das kann sein, dass es nicht gereicht hat, gell? Weil ich glaube, das war nicht 3x64 von dem Crimson Stone. Wie viel haben wir? 22. Ne, die haben nicht ganz gereicht. Was hat gefehlt? Wie viel habe ich gesagt? Wie viel brauche ich? 8. 8 mal 3. 24. 22. Ah, okay. Die Crimson Stone fehlen. Was hat da gefehlt bei Crimson Stone? Gucken wir uns gerade mal an. Gehen wir mal da rein, da rein, da rein und da rein. Und da hat uns gefehlt eigentlich gar nichts. So, dann schmeißen wir die gerade noch mit rein und somit haben wir dann die restlichen zwei noch. Dann haben wir die Aufgabe Nummer 1 schon mal fast erledigt und wir können ja eigentlich unser Crimson Stone, nicht Crimson Stone, unser Stromlight schon mal da rein tun. Das heißt, wir brauchen einmal das und dann brauchen wir. Jetzt muss ich reingucken, wir brauchen Glowstone. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 16, 16 mal 3, okay. Glowstone, wobei, da haben wir ja 48, machen wir dann nochmal die Hälfte so rein und somit haben wir auch das dreimal. Wunderbar, und dann brauchen wir noch Soul, 16 kriegen wir da raus. Wie viel braucht man da? Ach komm, wir machen einfach mal. Wobei, Soul, habe ich sogar noch. Soul, komm, wir machen mal 2 Stacks. Das geht ja relativ schnell. Oh, da sind sie ja schon. So, machen die dann auch da rein. Das heißt, das machen wir anders. Das machen wir so. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. 4, 5. Und jetzt brauchen wir noch 12 Stück. 10, 11, 12. So, da haben wir nämlich genau 3 Stück. Oh, jetzt habe ich den Stock ein bisschen da. 1, 2, 3. Du da rein. 1, 2, 3. Einer da rein, einer da rein. Somit passt das. Gut. Dann machen wir den Rest jetzt ins System und jetzt gucken wir nämlich noch, was wir brauchen. Wir brauchen nämlich noch Enzen Debris. Und das gibt eine größere Geschichte. Ich gucke gerade mal auf die Uhr. Ja, das packen wir noch. Enzen Debris. Enzen Debris brauchen wir nämlich Experience. Und für Experience brauchen wir XP von Cyclic. Dafür brauchen wir diesen Solidification Chamber. Und da machen wir uns gerade mal einen Fire Charge. Und wir brauchen so ein Crystallized Ember. Ich glaube, das ist dann ein Thema, was wir dann die nächste Folge machen. Ja, und zwar machen wir uns die nächste Folge
müssten wir den Crystallocyte Ember brauen. Dafür brauchen wir den Solidification Chamber, ein bisschen flüssiges Magma. Das heißt, wir brauchen den Melting Chamber. Und da machen wir uns nämlich gerade nächste Folge uns den Experience Pylon. Den Experience Pylon werden wir dann an die Mobfarm einfach hier hinstellen, die Mobfarm aktivieren. Der sammelt XP auf und dann müssen wir einfach nur mit Sugar Rechtsklick machen. Dann bekommen wir von Cyclic, gucken wir uns mal an, at Cyclic. Dann bekommen wir nämlich diese Experience Coin Factions und da steht es ja schon, Use Sugar on an Experience Pylon. Und zwei Stück bekommen wir zwei Buckets Experience. Wobei wir brauchen nur ein Bucket, aber da gibt es eigentlich nichts. Immer nur so ungerade Zahl. Warum? Keine Ahnung. Nehmen wir uns einfach zwei Buckets und hier können wir dann unser Ensign Debris machen. Dafür brauchen wir drei Stück. Das heißt, wir brauchen dann auch hier 192 Soul Soil, Soul Sand und Netherrack. Dann machen wir uns die Ensign Debris und dann können wir uns auch dann diese Crystal Titin Block machen. Das Thema werden wir dann noch automatisieren, weil soweit ich weiß, gucken wir uns gerade mal an. Brauche ich den Crystal Titin Block? Wie oft brauche ich den? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, das Rezept, was wir uns da dreimal machen, brauche ich 21 Mal. Ja, deswegen ist es, glaube ich, besser, wenn wir uns das automatisieren. Und das werden wir dann auch die nächsten Folgen dann machen. Gut. Dann war es das mit der Folge. Ich werde da jetzt alles vorbereiten, damit wir dann den Crystal Titin Block machen. Und dann schauen wir uns auch mal an, ob wir dann bei Portania weitermachen oder hier in diese Richtung weitermachen, dass wir uns ein bisschen Erdöl pumpen. Ja, ich denke, wir machen uns in dieser Richtung, werden wir vorwärts machen. Das ist auch wieder einiges zum Craften. Das heißt, alles, was so dieses Steel-Car-Folding etc. betrifft, da werde ich dann auch alles vorbereiten, was wir so brauchen. Gut. Dann haben wir es schon wieder gepackt. Hinten unser Energized Orb automatisiert, ein bisschen Wassercrafting da hinten gemacht, unseren Extended Crafting Table unseren Extended Crafting Table da hinten gemacht, bis wir vorwärts kommen. Nächste Folge werden wir noch ein paar Schritte vorwärts kommen und uns dem Ziel immer nähern, das heißt diese Enddimension, und dann müssen wir uns auch langsam mal Gedanken machen, wie wir da diese ganzen Blöcke bekommen, damit wir das finale Item dann craften können. Ja, also noch Zeit bis dahin, das heißt, es werden noch einige Folgen da kommen. Jetzt ist aber wirklich Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, der Morph zockt Restrict Skyblock. Bis dahin, macht's gut, bye bye.